Dank, Herr Kelvin, für die Vorstellung und Begrüßung. Meine Damen und Herren, kann Rationierung fair sein? Und wenn ja, wie kann sie fair sein? Dazu möchte ich mit Ihnen einige Überlegungen heute anstellen. Die E-Card, mit der wir unsere Gesundheitsleistungen abrufen, ist so etwas wie ein Symbol für einen Zugang in dieses System der Versorgung und wird häufig fast so wie ein Freifahrtschein angesehen für eine gesundheitliche Rundumversorgung. Auch wenn man davon abzieht, alle Selbstbehalte, alles was man selber noch dazu leisten muss, ist das unsere Eintrittskarte. Die Diskussionen, als die Flüchtlinge zu uns kamen, bekommen die jetzt eine E-Card, bekommen die keine, waren groß, mit guten Gründen auch. Es ist keine Selbstverständlichkeit, es ist ein System, in dem sehr viele Ressourcen stecken. Und die Frage, was heißt das eigentlich, wenn wir in diesem System teilhaben, wenn wir daran teilnehmen? Und umgekehrt die Frage, wie gehen wir mit den begrenzten Ressourcen, die in diesem großen Topf Gesundheitssystem stecken, um? Ist das wirklich ein Freifahrtschein oder müssen wir hier durchaus auch verantwortungsbewusste Grenzen setzen? Wenn wir rein auf die Statistiken schauen, ich habe jetzt nur einige wenige Zahlen ausgewählt. Frau Greiling hat ja vor einigen Wochen hier in der Vorlesung schon viel differenzierteres Zahlenmaterial vorgelegt, aber nur damit wir einmal sehen, wie sich die Gesundheitsausgaben je Einwohner in Österreich entwickelt haben in den letzten 20 Jahren, dann sehen wir, dass es eine kleine Abwärtsbewegung gab zwischen 1995 und 2000, aber dann eine kontinuierliche Aufwärtsentwicklung. Und zwar eine Entwicklung, die weit über dem Wirtschaftswachstum, dem Wachstum des Pro-Kopf-Bruttoinlandsproduktes lag, sodass man sagen muss, der Anteil von unserem Einkommen, den wir für die Gesundheit ausgeben, ist stetig gewachsen. Dasselbe noch schärfer in Deutschland, hier hat es auch diese Delle zwischen 1995 und 2000 nicht gegeben, hier haben Sie ein wirklich ganz konstant steigendes Gesundheitssystem, steigend in den Ausgaben pro Einwohner, also eine ganz ähnliche Entwicklung. Wenn wir das etwas genauer anschauen, dann sehen wir auch die Unterschiede zwischen Deutschland und Österreich und ich drehe jetzt rum und bringe Ihnen zunächst die deutsche Statistik. Wenn wir diesen Anteil der Gesundheitsausgaben nicht mehr in absoluten Zahlen messen, sondern in Prozent des Bruttoinlandsproduktes, dann können wir sehen, dass es in Deutschland zwei markante Sprünge der Ausgabensteigerung gab. Der erste Sprung ist passiert schon vor über 40 Jahren, nämlich Anfang der 70er Jahre. Da ist dieser Anteil von 6,5 innerhalb von wenigen Jahren auf 9,1% gestiegen. Das ist gewaltig, wenn man diesen Sprung betrachtet. Ein zweiter größerer Sprung war in den 90er Jahren zu verzeichnen. Da ging es von 1990 9,3% des Bruttoinlandsproduktes auf 1995 11,1% herauf. Dieser zweite Sprung ist sehr leicht erklärbar, wenn Sie die deutsche Geschichte der letzten Jahrzehnte hernehmen, das wissen Sie alle, da war die deutsche Wiedervereinigung drin, genau in diesem Intervall. Und das heißt mit anderen Worten, dieser Sprung von 1990 bis 1995 ist bedingt durch die Wiedervereinigung. Warum? Da sind nicht die Gesundheitsausgaben so sehr angestiegen, aber das Pro-Kopf-Bruttoinlandsprodukt ist gesunken, weil ja im Osten Deutschlands die wirtschaftliche Situation desolat war. Man hatte sehr viel Arbeitslosigkeit dann in der Anfangszeit, man hatte sehr schlechte Wirtschaftsdaten in Ostdeutschland
Und das hat natürlich die Gesamtlage in Deutschland gedrückt. Also nicht die Gesundheitsausgaben sind damals so immens gestiegen, sondern das Bruttoinlandsprodukt ist, wenn man es pro Kopf rechnet, deutlich gesunken in dieser Phase. Und dann ist natürlich wiederum das Verhältnis der beiden Größen entsprechend verschoben. Der erste Sprung in Deutschland, das ist der klassische Sprung, über den viel diskutiert wird, wenn es um die Ressourcen im Gesundheitssystem geht, nämlich die technische Innovation, der medizinisch-technische Fortschritt. Der war in den 60er, 70er Jahren gewaltig, so groß wie er danach nicht mehr war. Und das hieß natürlich auch, dass damals die Kosten im Gesundheitssystem tatsächlich aufgrund dieses gewaltigen technischen Fortschritts deutlich angestiegen sind. Vergleichen wir das Ganze mit Österreich, da habe ich jetzt die Zahlen aus einem kleineren Intervall, dann sehen Sie aber trotzdem den deutlichen Unterschied. In Österreich haben wir nicht so eine sprunghafte Entwicklung gehabt, wie sie in Deutschland stattgefunden hat, mit zwei großen Sprüngen und ansonsten eher so einem bisschen leichten Schwanken, aber einer relativen Stabilität, sondern in Österreich haben wir so eine Entwicklung eines schleichenden Anstiegs der Gesundheitsausgaben am Bruttoinlandsprodukt. Von 8,4% im Jahr 1990 auf 11,1% im Jahr 2015. Also mit anderen Worten, da sind im Grunde ähnliche Prozesse im Gang, aber in einer etwas anderen Verlaufsform, als das in Deutschland der Fall ist. Das Ergebnis bleibt aber das gleiche, der Anteil am Bruttoinlandsprodukt steigt. Und das heißt mit anderen Worten, wir geben einen immer größeren Anteil unseres Kuchens, unseres Gesamtkuchens, an Geld, den wir haben, für die Gesundheit aus, was in logischer Folge auch heißt, für andere Ausgaben bleibt dementsprechend weniger übrig. Und von daher muss man sich fragen, wie man mit dieser Entwicklung umgeht. Nun kommt etwas verschärfend hinzu, was wir noch nicht bedacht haben, was wir aber bedenken müssen, wenn wir in die Zukunft schauen. Die Entwicklung ist für Österreich dieselbe, ich habe hier aber nur die Zahlen für Deutschland, das sind demografische Zahlen, die berechnen, auf wie viele Erwerbstätige, plus minus, ja, Menschen zwischen 20 und 59, das ist so in etwa grob gerechnet die Erwerbstätigkeitsphase, auf wie viele Erwerbstätige kommen, wie viele Nicht-Erwerbstätige. Und das nochmal aufgesplittet in Menschen, die älter sind, also die schon in Pension sind, und in Menschen, die jünger sind, also Kinder und Jugendliche. Wenn wir diese Säule uns anschauen, dann sehen wir, dass die Säule von den 90er Jahren bis 2020 ganz schwach, aber nur sehr schwach steigt. Ja, von 75% oder 72% 1992 auf 82% 2020. Aber dann, Entschuldigung, nicht Prozent, sondern Menschen, so muss man sagen. 72 Menschen auf 100, 1992 auf dann 82 oder 83. Und dann kommt der gewaltige Sprung, nämlich 2030 haben wir bereits über 100 Menschen, die nicht erwerbstätig sind, auf 100 Menschen, die erwerbstätig sind. Jedenfalls, wenn sich nicht die Pensionsgrenzen deutlich verschieben oder auch der Berufseinstieg der jungen Menschen sich deutlich verschiebt. Und da merken Sie jetzt natürlich, da wird das ganze System explodieren, wenn wir nichts tun. Denn einzahlen ins System tun ja hauptsächlich die Erwerbstätigen. Die müssen im Grunde genommen die Sozialsysteme insgesamt, insbesondere aber auch das Gesundheitssystem, tragen. Und von daher verschiebt sich da innerhalb eines Jahrzehnts, und das beginnt demnächst, die Last ganz dramatisch. Warum? Die Sache ist evident. Die Babyboomer-Jahrgänge gehen in Pension. Das waren
irre starke Jahrgänge. Bisher sind die erwerbstätig, tragen also das System, das verteilt sich auf viele. Dann gehen die in Pension. Es sind weniger Erwerbstätige da, weil die schwächeren Jahrgänge in die Erwerbstätigkeit kommen. Und es sind mehr Nicht-Erwerbstätige da, weil sie eben in Pension gegangen sind. Also hier kippt das System innerhalb von 10 Jahren um 20%. Das ist schon ein gewaltiger Sprung. So viel haben wir die letzten 30 Jahre, haben wir die Hälfte Verschiebung gehabt, wie jetzt innerhalb der nächsten 10, 12 Jahre es sein wird. Und das ist natürlich jetzt genau die große Herausforderung, wenn wir von den Ressourcen im Gesundheitssystem sprechen. Fragen wir nochmal kurz zusammengefasst, woher kommen die Knappheiten? Dann können wir sagen, eine Knappheit kommt aus dem großen medizinisch-technischen Fortschritt. Walter Krämer hat das in den 70er Jahren die Fortschrittsfalle genannt. Ja, also die Falle, dass eben durch diesen technischen Fortschritt eben auch die Kosten immens steigen. Das haben wir in den 70er Jahren gehabt. Das hat sich danach deutlich abgeflacht. Es vermuten manche, dass mit der individualisierten Medizin, die momentan allmählich auf den Markt kommt, es wieder in diese Fortschrittsfalle hineingehen könnte. Also so, dass die ein zweites Mal uns erreicht in den nächsten Jahren durch sehr teure, weil eben individualisierte Medikamente, Krebsmedikamente und andere, das könnte so kommen. Aber das ist noch nicht ganz so sicher. Ein zweites Argument natürlich, Knappheiten kommen teilweise aus Ineffizienzen im System. Das ist ein Faktor, der zu berücksichtigen ist. Immer wieder einmal hat man dann versucht, bestimmte Dinge effizienter zu gestalten und damit die Kosten wieder etwas zu drücken. Ein dritter Faktor war zumindest in Deutschland der 90er Jahre eben die hohe Arbeitslosigkeit und die schlechte Wirtschaftsleistung in Ostdeutschland. Also eine Ursache, die mit dem Gesundheitssystem nichts zu tun hat, die aber natürlich sich dort auch auswirkt. Und die vierte Ursache, die jetzt auf uns zukommt, das ist die Demografie. Weniger Menschen, die ins System einzahlen, mehr Menschen, die aus dem System finanziert werden müssen. Wenn wir auf solche Knappheiten schauen, dann können wir sagen, sie sind zunächst einmal Gegenstand zweier Wissenschaften, nämlich einerseits der Ökonomie und andererseits der Ethik. In der Ökonomie begegnet man den Knappheiten in wirtschaftlichen Systemen unter der Perspektive der Effizienzsteigerung, also der Rationalisierung, wie wir das nennen. Es geht um die Effizienz und Effizienz heißt, ein möglichst günstiges Verhältnis von Input und Output herzustellen, also mit möglichst wenig Input einen möglichst hohen Output zu erreichen. Also das Materialobjekt, das die Ökonomie hat, ist diese Knappheit der Güter. Wenn Güter im Überfluss vorhanden sind, sind sie ökonomisch nicht fassbar. Dann haben sie keinen Preis. Sie sind gratis und dann kann der Ökonom damit nichts anfangen. Er braucht die Knappheitssituation, damit seine Reflexionen greifen können. Und formal schaut er eben diese Knappheitssituation an unter dem Effizienzgesichtspunkt, also der Frage, wie können wir das Kosten-Nutzen-Verhältnis minimieren, mit möglichst wenig Kosten möglichst viel Nutzen erzeugen. Die Strategien, die der Ökonom uns dafür klassisch vorschlägt, finden Sie in jedem Lehrbuch der Ökonomie, sind zwei, nämlich einerseits können Sie die Kosten minimieren und andererseits können Sie auch den Nutzen maximieren. Leider wird in der Ökonomie häufig nur auf diesen ersten Punkt geschaut, Kostenminimierung, und die Frage, wie kann man Nutzen maximieren, der fällt häufig hinten runter. Ja, der braucht nämlich mehr Fantasie, mehr Kreativität. Der erste ist leichter zu erzielen, einfach zu sagen, da gibt es kein Geld. Ja. Also deswegen geht es häufig nur auf den ersten. Wichtig ist aber zu sehen, dass von der
Idee der Ökonomie her beide Strategien zunächst einmal gleichberechtigt nebeneinander stehen. Die Ethik geht einen anderen Weg, sie hat dasselbe Materialobjekt, auch sie schaut auf knappe Güter, sie schaut genauso drauf, wie sieht das aus, wenn ein bestimmtes Gut nur knapp vorhanden ist, aber sie geht einen anderen Weg dabei, nämlich individualethisch den Weg der Selbstbegrenzung, die klassische Frage, wie kann ich mit begrenzten irdischen Gütern glücklich werden? Wie kann ich ein erfülltes Leben leben, obwohl ich nicht alle meine Wünsche erfüllt bekomme? Das ist eine klassische Knappheitsfrage, die dahinter steckt und die eben in der Individualethik eine Rolle spielt. Also da geht es vor allem um das, was die griechische Philosophie die Maßhaltung genannt hat, dass der Mensch sich selber beschränkt mit dem Blick auf das, was möglich ist. Und trotzdem damit zufrieden ist. Das andere wäre das sozialethische Aspekt, nämlich wie können wir diese knappen Güter auf die Individuen einer Gruppe, einer Gemeinschaft verteilen. Das ist eine Frage des Ausgleichs dieser knappen Güter und das sind Gerechtigkeitsfragen. Wie lässt sich das knappe Gut, Ressource, Geld im Gesundheitssystem, wie lässt sich das gerecht verteilen? Die Strategie der Ethik wäre jetzt hier also einerseits, wenn wir das aufs Gesundheitssystem bringen, eine Art Verteilungsgerechtigkeit, wie das bei Aristoteles dann entwickelt wird, einschließlich der Überlegung, wo man auch rationieren muss, wo man also sagen muss, wir begrenzen eine Leistung nach vernünftigen Kriterien, also rational, und nach transparenten Kriterien. Das wären die zwei Bedingungen für Rationierung, die sich von der Ethik her mal grundsätzlich stellen. Also rationale Kriterien, die müssen einleuchten, dass man genau nach diesen Gesichtspunkten die Rationierung vornimmt. Und sie müssen transparent sein, jeder muss wissen, nach diesen Kriterien läuft die Rationierung eben ab. So, wenn wir das jetzt einmal anschauen, dann können wir zunächst einmal sagen, es gibt ein paar ethische Aspekte, wenn wir rationalisieren, also wenn wir in die ökonomische Antwort auf die Knappheitsfrage schauen. Und diese Kriterien, diese Aspekte wären erstens einmal, dass eine Ineffizienz, wenn sie denn vermeidbar ist, eine Ungerechtigkeit darstellt, moralisch betrachtet. Also nehmen Sie etwa an, in einem Krankenhaus wird einfach nur aus Achtlosigkeit Material, egal was das ist, Medikamente, irgendein Material, das verwendet wird, wird verschwendet. Ja, nicht, weil es mal einen Fehler gibt oder weil einer mal gerade einen Moment unachtsam war, sondern wirklich mit System verschwendet, sodass man einfach sagt, naja, es wird ja eh gezahlt, also können wir da ruhig ein bisschen achtlos sein. Ja. Dann wäre das, wenn das passieren würde, wäre das ungerecht, denn es müsste jemand für das bezahlen, der nicht dafür verantwortlich ist. Der Patient zahlt es ja letztlich und im Endeffekt ist er für diese Verschwendung nicht zuständig. Also dort, wo Effizienz möglich ist, da hat sie auch einen Gerechtigkeitsaspekt, nämlich gegenüber dem, der in das Gesundheitssystem einzahlt. Das ist eine Frage der Verantwortung gegenüber dem Patienten auch zu schauen, dass man mit den Ressourcen sorgsam umgeht. Aber das heißt nicht, dass alles, was unter dem Stichwort Effizienzsteigerung läuft, auch automatisch schon tatsächlich ethisch das Beste ist. Ja, Sie können es mit Effizienzdenken auch übertreiben und da Verbiegungen hineinbringen. Man muss ja immer fragen, was ist denn der Maßstab der Effizienz, den ich ansetze? Was
sind, was ist mein Nutzen? Ja? Da haben wir gesagt, Effizienz misst sich am Kosten-Nutzen-Verhältnis. Und wenn ich über den Nutzen rede im Gesundheitssystem, dann muss ich sagen, müssen wir auf nachhaltige Qualität schauen. Wenn Effizienzsteigerung heißt, man schickt den Patienten aus dem Krankenhaus so schnell wie möglich heim, dann ist er 3 Tage daheim, fühlt sich wieder schlechter und muss zurückkommen oder in eine Betreuungseinrichtung gehen, dann hat das mit nachhaltiger Qualität nichts zu tun. Also das sind Effizienzsteigerungen, die in Wirklichkeit keine sind. Und da muss man aufpassen, dass nicht die Incentives, die Anreize, die man setzt im Gesundheitssystem, aber solche Mechanismen letztlich befördern. Hauptsache der Patient ist schnell aus dem Krankenhaus draußen. Was dann mit ihm ist, interessiert ihn. Das ist eine gewisse Gefahr, die wir in unserer momentanen wirtschaftlichen Sichtweise des Systems drin haben. Wichtig ist auch, dass die Rationalisierungsgewinne, wenn sie denn erzielt werden, gerecht verteilt werden. Also dass nicht jene diese Gewinne einstreichen, die eigentlich damit wenig zu tun haben, sondern dass letztlich dann auch jene, die das Gesundheitssystem finanzieren, etwas herausbekommen. Also wenn tatsächlich Einsparungen gelingen, dass das dann auch bei den Beitragszahlern in die Krankenversicherung ankommt. Und dann möchte ich noch hinweisen darauf, dass Rationalisierung manchmal auch ihre Grenzen hat. Das ist ein ethisches Problem, nämlich Rationalisierung benachteiligt, wenn sie allein der Maßstab ist, die kleine Zahl, wie man sagt. Also Beispiel, ein dünn besiedelter Landstrich. Ja, wenn wir ins obere Mühlviertel raufgehen, wenn man nur nach Effizienzgesichtspunkten ginge, müssten wir in Rohrbach das Krankenhaus morgen schließen. Ja, weil das kann gar nicht so effizient sein wie ein großes Haus hier im Zentralraum. Das ist völlig unmöglich und das trifft natürlich auf viele ländliche Gebiete zu. Hier muss man also aufpassen, dass nicht die Art und Weise, wie man rationalisiert, bedeutet, dass in der Fläche überhaupt keine Gesundheitsversorgung mehr vorhanden ist. Ja. Das kann nicht das Ziel sein, hier muss man irgendwo auch einen Ausgleich schaffen. Dasselbe gilt nicht nur für dünn besiedelte Landstriche, sondern zum Beispiel auch für seltene Krankheiten, sogenannten Orphan Diseases, also die Waisen, die verwaisten Krankheiten, so wird das im Englischen genannt. Also dass man im Grunde genommen, ja, wenn man für eine seltene Krankheit forschen will und Medikamente oder Therapien entwickeln will, braucht man prozentual viel mehr Geld, als wenn man das bei einer weit verbreiteten Krankheit macht. Das ist ganz klar, es ist viel teurer. Da muss man auch schauen, dass man einen gewissen Ausgleich schafft, damit nicht jener, der an so einer seltenen Krankheit leidet, von vornherein ausgeschlossen ist und eigentlich abgeschrieben ist aus unserem System. Ja, ein Problem, das ich sowohl in Deutschland als auch in Österreich teilweise sehe und was in den letzten Jahren ja häufig diskutiert wurde, war die Frage der Wartezeiten. Man hat versucht zu rationieren, indem man einfach gesagt hat, ja, der nächste Termin ist in 3 Monaten oder in 5 Monaten oder wie auch immer. Also indem Menschen auf bestimmte Gesundheitsleistungen sehr lange warten mussten. Da war dann eine große Asymmetrie zwischen den Privatversicherten und den Pflichtversicherten und das hat zu sehr viel Unmut und Ärger geführt, auch zu Recht. So eine Rationierung durch Wartezeiten ist tatsächlich etwas sehr Problematisches. Sie führt nämlich zum einen auch betriebswirtschaftlich oder volkswirtschaftlich zu kontraproduktiven Ergebnissen. Menschen, die beim Hausarzt oder beim niedergelassenen Arzt keinen Termin bekommen, weichen dann in die Notfallambulanzen der Krankenhäuser aus, da müssen sie genommen werden und dann hat das Krankenhaus die in der Verantwortung und da ist es viel teurer, als wenn die beim niedergelassenen Arzt behandelt werden. Ja, manche Operationen, neues Kniegelenk, neues Hüftgelenk oder irgend so etwas,
sind sehr lange aufgeschoben worden, haben den Patienten vieles zugemutet. Und umgekehrt führt das aber ja auch dazu, dass Privatversicherte schnell drankommen, dann häufig zu viel therapiert werden. Also in Deutschland weiß man zum Beispiel sehr klar, dass bei Privatpatienten hohe Gefahr besteht, dass sie ein Hüftgelenk auch dann eingesetzt bekommen, wenn sie es gar nicht bräuchten. Ja? Aber es ist ein gutes Geschäft. Das soll es ja auch nicht sein. Also das sind kontraproduktive Effekte, die da entstehen, wenn man hier mit Wartelisten arbeitet. Das Prinzip, wer zuerst kommt, malt zuerst, ist klassisch ein Prinzip der Leistungsgerechtigkeit. Also das ist dort angebracht, wo es um marktwirtschaftlich organisierte Bereiche geht. Ja, also wenn ich eben an der Mühle angestanden bin im Mittelalter, dann hat der Müller gesagt, wer zuerst kommt, dessen Getreide mahle ich zuerst. Ja, das ist ein privatwirtschaftlicher Bereich, da kann man das guten Gewissens so machen. In den Bereichen, die die Verteilungsgerechtigkeit betreffen, ist dieses Prinzip nicht angebracht. Da gehört das nicht hin. Und insofern muss man vorsichtig sein, dass man hier nicht etwas hineinnimmt, was systemfremd ist, nämlich indem man eben Gesundheitsleistung über Wartezeiten organisiert. Es scheint mittlerweile, dass die gesetzlich ergriffenen Maßnahmen, die jetzt verschiedene sind, will ich jetzt nicht im Einzelnen diskutieren, in Deutschland und Österreich, dass die zumindest teilweise greifen, dass sich da etwas verbessert, was diese Wartelisten angeht. Aber das wird sicher trotzdem auch ein Problem in der Rationierung bleiben. Und da müssen wir weiterhin sehr aufmerksam sein. Was nicht gelöst ist und was mit diesen Wartezeiten natürlich schon auch teilweise etwas zu tun hat, ist, dass Patientinnen und Patienten heute häufig auch einen zu hohen Leistungsanspruch an das System stellen. Also wir erwarten uns eben mit der Gesundheitskarte, sofort muss ich drankommen. Also, dass man keine unzumutbaren Wartezeiten aufbaut, das ist das eine. Dass auf der anderen Seite nicht jeder sofort drankommen kann, das wird wohl auch immer so sein müssen. Und von daher kann das auch nicht der Anspruch sein, den Menschen stellen. Das ist halt heute in unserer Welt, wo wir normalerweise ins Geschäft gehen und dann liegen die Produkte da, wir greifen zu und dann haben wir es, ist das schwer zu vermitteln, dass man vielleicht auch manchmal auf etwas warten muss. So, jetzt gehe ich mit Ihnen auf die Ebene der Rationierung und überlege mit Ihnen, wie kann denn so etwas für die Patientinnen und Patienten gehen, dass man da tatsächlich eine sinnvolle Rationierung vornimmt, die auch ethisch verantwortet werden kann. Es wurde viel diskutiert in den letzten 20 Jahren. Vielfach haben Ethikerinnen und Ethiker plädiert, bestimmte außermedizinische Kriterien zu Rate zu ziehen, wenn man sagt, wer soll was bekommen im Gesundheitssystem. Etwa Beat Zitter-Lieber hat Folgendes ins Rennen gebracht, dass er gesagt hat, wir könnten die gesellschaftliche Funktion eines Menschen ins Spiel bringen und etwa sagen, wenn jemand Bundeskanzler ist, dann bekommt er mehr vom Gesundheitstopf, sofern er krank wird, als wenn er nur ein einfacher Arbeiter oder eine Hausfrau ist. Ja. Die Schwierigkeit bei diesem Modell ist schon einmal, wie wollen Sie die Bedeutung, die jemand gesellschaftlich hat, wirklich objektiv messen? Ja. An was machen Sie das fest? Ist der Bundeskanzler wirklich wichtiger als der einfache Arbeiter? Und dann muss man sagen, ist das natürlich auch sehr fragwürdig, dass man daran tatsächlich das Ganze misst, weil sie letztendlich damit Menschen nach ihrer Funktion bewerten würden. Hinzu kommt,
die bedeutenden Personen des Landes haben in der Regel Zusatzversicherungen und brauchen eigentlich gar nicht diese Vorzugskriterien, die Beat Sitter-Lieber damals vorgeschlagen hat. Es gab einen Vorschlag Anfang der 2000er Jahre von Joachim Wiemeyer, einem Bochumer Kollegen, der damals gesagt hat, man könnte ja eine Altersgrenze einziehen. Also sagen, ab 80 gibt es keine künstliche Hüfte mehr. Ja, einfach eine klare Grenze ziehen. Und er hat gesagt, das ist dann nicht diskriminierend, weil es gilt ja für jeden. Jeder bekommt 80 Jahre lang die volle Leistung und dann wird sie sozusagen langsam zurückgeschraubt. Wenn alle diesem System zustimmen würden, wenn das demokratisch vereinbart wird, dann wäre es doch in Wirklichkeit nicht diskriminierend und dann könnte man das so tun. Das hat schon ein gewisses Problem, also nicht nur, weil emotional wir natürlich sagen, das kann es eigentlich nicht sein, sondern wir müssen ja auch Argumente finden. Stellen Sie sich vor, Sie haben einen 79-Jährigen, der schon schwer herzkrank ist, der bekommt jetzt die künstliche Hüfte noch, was völlig unsinnig ist für den, und ein anderer, der 81 ist, bekommt sie nicht mehr, obwohl er vielleicht kurbel gesund ist und noch 20 Jahre mit der Hüfte durchs Leben gehen könnte. Also das wäre sehr unklug, wenn man mit dieser starren Altersgrenze versuchen würde, Gesundheitsleistungen zu verteilen. Das kann vielleicht ein letztes Kriterium sein, wenn man feststellt, man hat zwei Menschen, bei denen alle anderen Kriterien, die man anwendet, gleich ausschauen. Dann könnte vielleicht das eine Rolle spielen, zu sagen, geben wir es dem Jüngeren. Aber höchstens wirklich an letzter Stelle einer Kaskade von Kriterien, jedenfalls nicht vorne dran. Dieter Birnbacher hat einen anderen Vorschlag eingebracht. Der hat gesagt, wir könnten ja ein System ausgleichender Gerechtigkeit haben. Also sagen, wer schon sehr viel im Leben gelitten hat, wer sehr häufig krank war, der bekommt umso mehr Gesundheitsleistungen. Oder wer, man könnte es auch anders aufziehen, dass man sagt, wer noch nie krank war, ja, der bekommt besonders viele, weil er ja noch nie etwas in Anspruch genommen hat. Also Frage ist dann auch, was man da ausgleichen will. Aber Sie merken auch bei diesem Kriterium, wie problematisch das ist, wenn man daran letztlich die Gesundheitsleistung festmacht. Auch das wäre nicht sehr klug, weil es unter Umständen dazu führt, dass man Menschen etwas gibt, was ihnen gar nicht viel hilft, und andere, die mit denen mit wenig viel geholfen wäre, bekommen das nicht. Also auch das ist bestenfalls als ein nachgeordnetes Kriterium denkbar. Jens Hohmeier, ein Ökonom aus Frankfurt, der hat den Vorschlag eingebracht, kürzen wir doch einfach das Optimum bei allen um gleich viel Prozent. Also jeder bekommt nur noch, sagen wir mal, 80% dessen, was er jetzt bezahlen muss im Krankenhaus, das kriegt er bezahlt, und die anderen 20% muss er selbst bezahlen. Also so einen prozentualen Selbstbehalt ohne Deckelung nach oben. Also anders als in der Schweiz, wo es die Deckelungen gibt, eben eine Kürzung, die keine Deckelung hat. Auch da merken Sie natürlich, das würde dazu führen, dass ein armer Mensch schon bei einem kleinen Betrag, den er zuzahlen müsste, keine Chance mehr hätte, in den Genuss der 80% zu kommen, die ihm die Kasse zahlt, weil er die 20% selber nicht aufbringen kann. Also mit anderen Worten, auch das wäre wenig intelligent, weil man damit oft Menschen nicht helfen würde, die mit wenig Geld sehr viel Gesundheit bekommen können. Aus diesem Grund hat es sich doch herausentwickelt aus der Diskussion, dass man dahin geht zu sagen, die Kriterien dürfen nicht außermedizinische Kriterien sein, sondern sie müssen innermedizinische Kriterien sein, nach denen wir zu einer Priorisierung kommen. Und die beiden Paradigmen, die wir zur Verfügung haben, ist einerseits die Organverteilung, also die Frage, wie gehen wir mit
begrenzten Organen, Spenderorganen um und wie verteilen wir die in einer Gesellschaft, die weit mehr Bedürftige hat, die Spenderorgane bräuchten. Ja, nach welchen Kriterien machen wir das? Und das Beispiel der Notfallmedizin, das wir noch in einer der nächsten Sitzungen dann behandeln werden. Also der Fall, wo Sie eine Massenkarambolage auf der Autobahn haben, 200 Verletzte, drei oder vier Ärzte, Notärzte kommen, wem helfen Sie zuerst? Sie können nicht allen helfen, wem helfen Sie jetzt? Und da haben wir Paradigmen gefunden, die ganz gut sind, dass wir nämlich das als entscheidenden Parameter ansehen, wem kann mit dieser Maßnahme am meisten genützt werden. Ja? Bei der Organspende würde das heißen, wer lebt mit dem zur Verfügung stehenden Organ nach aller Voraussicht am längsten. Und bei der Notfallmedizin, wer kann am besten geheilt werden, wenn der Notfallmediziner ihm jetzt hilft, im Unterschied zu dem, wenn er ihm nicht helfen würde, was wäre dann das Szenario? Also wo ist die Differenz sozusagen die größte zwischen Hilfe und Nichthilfe im Fall des Massenunfalls? Und das bemisst man dann, wenn man das mal so sagen will, an den Kosten, wenn man das jetzt umlegt auf die medizinischen Ressourcen, Kosten pro gewonnenen guten Lebensjahr. Also das wäre jetzt das Paradigma, das man da anwendet. Also letztlich ist das eine Berechnung, die läuft über eine Steigerung an Lebensqualität und eine Steigerung der Lebensdauer. Nehmen Sie an, Sie gewinnen eine mittelgute Lebensqualität und Sie leben durch die Maßnahme, die medizinische Maßnahme, die gesetzt wird, 10 Jahre länger. Mittelgut heißt 0,5, heißt die Hälfte, mal 10 heißt 5 gute gewonnene Lebensjahre wäre das. Ja. Wenn Sie 10 Jahre mit Top-Lebensqualität gewinnen, wären das 10 gute gewonnene Lebensjahre. Also das wäre so im Endeffekt die Idee, die dahinter steht. Und eine Gesellschaft kann jetzt festlegen, wie viel sie sich ein Lebensjahr guter Qualität kosten lassen will oder kann. Wenn man klug ist, legt man diesen Betrag über das Bruttoinlandsprodukt pro Kopf, weil das erwirtschaftet der Mensch im Schnitt ja wieder, wenn er dann wieder gesund ist. Das heißt, es wäre dumm, wenn man sagen würde, das unterschreiten wir diesen Betrag. Aber wie weit man sozusagen über das Pro-Kopf-Bruttoinlandsprodukt sich das etwas kosten lässt, ein gutes gewonnenes Lebensjahr, das ist genau die spannende Frage einer Gesellschaft. Es haben sich zwei Systeme entwickelt, die im Grunde spiegelbildlich zueinander sind, nämlich einerseits das System der Qualis, Quality Adjusted Life Years, da messen Sie also die Lebensqualität von 0 bis 1 und dann sagen Sie, 1 ist die volle Lebensqualität, 0 heißt überhaupt keine und alles andere liegt irgendwo dazwischen. Das wäre ein Modell, das etwa die Schweizer Ärztekammer vorgeschlagen hat. Und das andere System wird seit 1993 tatsächlich angewandt auf Weltmaßstab, nämlich von der WHO. Das ist das System der DALIS. Das ist nur spiegelbildlich. Die fragen, welche Leistungsminderung hat ein Mensch, wenn wir ihm nicht helfen. Das ist genau spiegelbildlich zu dem Quali-Modell, also von daher eigentlich kein wesentlicher Unterschied. Mit diesem Modell arbeitet die WHO vor allem in Entwicklungsländern und fragt sich, wenn jetzt die Vereinten Nationen Geld in arme Länder geben für das Gesundheitssystem dort, für welche Maßnahmen soll dieses Geld verwendet werden? Und da arbeitet man mit diesem System der DALIS und sagt, wir wollen, dass möglichst viele schlechte Lebensjahre vermieden werden durch das, was wir mit unserem Geld in diesem Land tun. Das wäre so die Strategie. Dieses System hat, wenn man es ethisch betrachtet, vordergründig einen Nachteil. Es ist
wenn Sie so wollen, utilitaristisch. Es maximiert die Nutzensumme. Ja, also das ist seit Jeremy Bentham das klassische Prinzip des Utilitarismus, sogenannte größte Glück der größten Zahl zu erreichen. Genau um das geht es hier. Ja, mit den vorhandenen Ressourcen möglichst eine große Zahl von Menschen möglichst in einen guten Gesundheitszustand zu versetzen. Das ist aber nur vordergründig ein Nachteil. Denn es gibt hier, anders als im Utilitarismus klassischer Prägung, ein eingrenzendes Regulativ. Man sagt nämlich im Vorhinein, dass alle an diesem System der Grundversorgung, der medizinischen Grundversorgung teilnehmen. Also, es wird nie mit diesem Modell von Dallis oder Qualis eine Schlussfolgerung gezogen, einer fällt komplett aus dem Gesundheitssystem raus. Das gibt es nicht. Und jeder bleibt im System drin. Und nur die Verteilung innerhalb des Systems wird mit diesem Modell geregelt. Und damit ist das utilitaristische Kalkül an einem entscheidenden Punkt eingegrenzt. Es gibt ein paar Instrumente, die ich Ihnen zum Schluss noch kurz zeigen möchte, damit Sie ein bisschen eine Ahnung bekommen, was heißt das jetzt, das ist sehr abstrakt noch, was heißt Lebensqualität, Messung, zum Beispiel der Eurocall 5 Dimensions ist so ein System, Sie können sich das auch im Internet anschauen, da misst man also nach folgenden Kriterien die Frage, wie mobil wird ein Patient, wenn wir ihn therapieren, die Beweglichkeit, wie groß ist seine Fähigkeit, für sich selbst zu sorgen, wie kann er allgemeine Tätigkeiten ausführen, wie steht es mit Schmerzen oder körperlichen Beschwerden, wie steht es auch mit seinem psychischen Befinden, also mit Angst oder Depressivität, Niedergeschlagenheit. Das wären also diese fünf Dimensionen, die in diesem System zum Tragen kommen. Die werden dann über eine ganze Menge Fragen, also jeder dieser fünf Punkte durch eine Menge Fragen abgefragt und aus dem errechnet sich dann die Lebensqualität, die mit einer therapeutischen Maßnahme erreicht werden kann. Und wenn Sie das dann multiplizieren mit der Lebenserwartung des Patienten, dann sehen Sie, wie viel das sozusagen an Nutzen erbringt. Ein anderes System ist die Short Form 36. Die hat also 36 Themen, aber die gehen also in verschiedene Gruppen hinein. Physische Funktionen, Rollenfunktionen, also auch die Frage, wenn zum Beispiel es um eine Mutter geht oder einen Vater, wie weit kann er seine Mutterrolle, ihre Mutterrolle, seine Vaterrolle eben dann wieder erfüllen. Physisch bedingt, wie weit kann er sie emotional bedingt wieder erfüllen. Ja, also merken Sie, ein bisschen anderes System der Messung. Die Frage der Vitalität eines Menschen, die Frage der mentalen Gesundheit spielt eine Rolle. Soziale Funktionen, Schmerzen und der Gesamtzustand. Also das wär auch so ein Modell. Und ein drittes möchte ich Ihnen kurz benennen, den HUI 2. Health Utility Index, der geht ähnlich vor. Also es kommen immer wieder dieselben Themen in einer etwas variierten Gewichtung. Da geht es um die Frage der Sinneswahrnehmung, wie gut kann jemand hinterher wieder hören, sehen, schmecken, riechen, fühlen, die Frage der Mobilität, Frage der Emotionen, Frage der geistigen Fähigkeiten. Dann auch die Selbstfürsorge, wie in dem ersten Modell, das ich Ihnen genannt habe. Die Schmerzen spielen in allen Modellen eine Rolle. Fruchtbarkeit, das kommt bei den anderen so nicht vor, aber ist hier ein Thema. Also wie weit jemand noch Kinder zeugen kann, wenn er das vorher konnte, wird das wiederhergestellt. Ja, das wäre so ein System. So, jetzt haben wir mal so drei Modelle gesehen, nach denen man so etwas machen kann. Solche Dallis oder Qualis ausrechnen. Und was kommt denn dann raus, wenn man das tut? Die WHO hat damit folgende Hitliste einmal errechnet.
nämlich wenn Sie eine flächendeckende Tetanusimpfung machen, etwa in einem afrikanischen Land, dann kostet jedes die Verhinderung eines verlorenen schlechten Lebensjahres kostet Sie ganze 3,5 Dollar. Ja? Spottbillig. Also wird man sofort sagen, das macht man natürlich. Das ist unglaublich effizient. Hygieneaufklärung, 20 Dollar. Immer noch sehr billig. Malaria-Prophylaxe, in vielen afrikanischen Ländern ein zentrales Thema, 50 Dollar. Ja? Immer noch spottbillig. Teurer wird es schon, wenn es darum geht, in den großen Städten in Afrika, genauso wie bei uns, die Luft sauberer zu machen. Das kostet immerhin schon 1000 Dollar pro gewonnenen guten Lebensjahr. Also da wird es schon etwas teurer, aber immer noch liegt das weit im grünen Bereich. An der Grenze ist das, was wir bei uns ja auch diskutieren, nämlich inwieweit man ein verpflichtendes Mammographie-Screening für alle Frauen ab 40 einführen soll. Das ist eine Maßnahme, die pro guten gewonnenen Lebensjahr immerhin 150.000 Dollar kostet. Das ist schon ziemlich grenzwertig. Soll man das wirklich zum Standard machen? Vielleicht gerade noch so. Deutlich über der Grenze, über der Schmerzgrenze liegt die verpflichtende Einführung von Rauchmeldern in allen Gebäuden, also nicht nur öffentlichen, sondern auch privaten Gebäuden. Das ist eine absolut ineffiziente Maßnahme. Dass die kommt, hat nur damit zu tun, dass die Feuerwehren bei uns so einen starken Stand haben. Also sachlich gesehen ist das, könnten Sie mit dem Geld viel besser Leben retten, wenn Sie es woanders investieren. Und Sie sehen, damit sind wir schon über das Gesundheitssystem auch ein Stück hinaus. Also WHO schaut durchaus über den Tellerrand dessen, was man klassisch unter Gesundheit versteht, hinaus. Ein Kontrollsystem zur Messung von Radioaktivität. Schauen Sie mal, was das kostet. Ja, ist im Grunde genommen absurd. Das machen wir nur, weil sonst unsere Bevölkerung Panik hat. Ja, das ist eine psychologische Frage. Aber rational gesehen ist das Geld im Grunde genommen völlig sinnlos dort angebracht. Also von daher merken Sie schon, wie die Unterschiede sind und vor allem, wenn man mal das Nord-Süd-Gefälle zwischen armen und reichen Ländern anschaut. Die WHO sagt, wir müssten auf weltweit folgende 10 Krankheiten besonders bekämpfen. Da haben wir am meisten Gewinn, am meisten Nutzen davon. Infektionen und parasitäre Erkrankungen, das sind 18% aller Fälle weltweit. Neuropsychiatrische Erkrankungen, ein großes Feld, 14%. Herz-Kreislauf-Erkrankungen, 10%. Unbeabsichtigte Verletzungen, nicht wenig, mit 9%. Perinatale Erkrankungen, also rund um die Geburt, 8%. Das betrifft weniger Europa, das betrifft mehr die ärmeren Länder wieder. Also Sie dürfen das jetzt nur im globalen Maßstab nehmen, diese Prozentzahlen. Erkrankungen der Sinnesorgane, also Erblindung oder Taubwerden von Menschen, 6%. Krebserkrankungen, nur 6%. Es steht nur an 7. Stelle. Also es ist noch in den Top 10, aber gar nicht so weit oben, wie wir uns das immer vorstellen. Atemwegsinfektionen auch 6%. Atemwegserkrankungen, also nicht infektiöse Erkrankungen, 4%. Und das letzte Thema, absichtliche Verletzungen, also wo jemand Gewalt ausübt, 3%. Ob das Suizid ist, ob das Selbstverletzung oder Fremdverletzung ist, das ist da alles mit eingefasst. Das wären sozusagen die Top 10, wo die WHO sagt, da müssen wir eigentlich dran gehen, wenn wir knappe Ressourcen gut ausgeben wollen, unter diesem Maßstab von Qualis oder Dallas. Ja, meine Damen und Herren, ich hoffe, wir haben jetzt genug Diskussionsstoff. Zum Schluss möchte ich zusammenfassen und noch einmal die Ausgangsfrage behandeln.
Solange wir an eine Gesundheitsreligion glauben, die all unsere Wünsche erfüllt, die allen alles gibt, können wir nur sagen, dann kann es keine Rationierung geben. Für manche Menschen, so hat man den Eindruck, ist der größte Wunsch, dass sie wenigstens in einem gesellschaftlichen Bereich das Paradies auf Erden erleben, und das ist der Gesundheitsbereich. Es ist ganz interessant, die Bundeskanzlerkommission, die Ethikkommission im Bundeskanzleramt, diskutiert momentan über die knappen Ressourcen im Gesundheitssystem. Und in der letzten Sitzung hat die erdrückende Mehrheit der Mitglieder gesagt, über Rationierung reden wir nicht. Das ist tabu. Und da merken Sie, das bekommt eine religiöse Stellung. Sorry, das kann es nicht sein. Das Gesundheit ist was Wichtiges, aber sie ist nicht die Erlösung und das Heil des Menschen. Aber so wird es eben häufig gesehen. Wenn wir, und da sind wir auch bei theologischen Optionen, um die Zerbrechlichkeit des Lebens und des Leibes wissen, dann können wir sagen, wir sind vom Humus genommen und wir kehren zum Humus zurück. Und deswegen können wir das etwas nüchterner anschauen. Das Leben ist gerade deswegen wertvoll, weil es endlich ist. Und nur, weil es endlich ist. Heil werden wir in dieser Welt immer nur sehr anfanghaft erfahren. Wenn wir mit dieser nüchternen Perspektive hinschauen, dann können wir sagen, ja, Rationierung kann fair sein. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit.